Hallo, Ron! Ach, was Ron, aufstehen! Was? Du stinkst ein bisschen. Ich hab Durst, ich will auf den Spielplatz und ich muss duschen. Was willst du von mir? Ja, ist darum, dass ich heute meine Drachenfamilie vorstellen möchte. Das bin ich. Ja, aber ich habe noch ein paar weitere Drachen. Mhm. Oh, super. Noch mehr Drachen, um die du dich nicht kümmerst, oder was? Yo, was läuft? Leute, es ist wieder Babykan-Time. Mhm, Babykan ist wieder in Dobby Town. Mhm, und ich habe ein bisschen beschlossen, jetzt hier zu bleiben, weil ich habe eine neue Familie. Ja, und jetzt werdet ihr sagen, bestimmt mit Mama Danja. Ja, also schon. Es geht um eine Pet-Familie, wisst ihr? Und ich dachte mir, man braucht auch eine Pet-Familie. Man braucht natürlich seine Pets, aber auch diese Pets brauchen eine Familie. Und dementsprechend möchte ich heute euch meine Drachenfamilie vorstellen. Mhm. Ich habe ganz viele Drachen mittlerweile, also als meine Freunde, als meine Familie. Und dann dementsprechend möchte ich euch meine Drachenfamilie vorstellen. Und natürlich, mit wem möchten wir starten? Wir dürfen nicht zu laut sein. Er hat gerade geschlafen. Hallo, Ron! Ach, Ron, aufstehen! Was? Du stinkst ein bisschen. Ich stinke, ich hab Durst, ich will auf den Spielplatz und ich muss duschen. Was willst du von mir? Ja, ist okay. Warum hey, Ron, weckst du mich auf? Ich hab gerade geschlafen, Mann. Ja, aber du musst du hast doch duschen. Mich 75 Ron, mal entspann dich doch mal. Ron, ich wollte doch nur Bescheid geben, dass ich heute meine Drachenfamilie vorstelle. Du bist der schlechteste Pet-Owner, den es gibt in ganz Dobby. Das stimmt jetzt nicht. Hast du schon mal, warst du schon mal bei Danja? Ja, da ging es mir echt verdammt gut. Ja, das ist jetzt eine Lüge. Oder soll ich dich zu Claudio abgeben? Von mir aus kannst du mich auch zu Claudio abgeben. Wenn du Lass mich da abgibst, dann werde ich wenigstens ein schimmernder Drache. Ja, aber du bist ja, du bist Ron. Du bist unser Drache. Und heute, du weißt doch gar nicht, habe ich dir schon gesagt, worum es geht? Ich will es gar nicht wissen. Es geht darum, dass ich heute meine Drachenfamilie vorstellen möchte. Das bin ich. Ja, aber ich habe noch ein paar weitere Drachen. Mhm. Oh, super. Noch mehr Drachen, um die du dich nicht kümmerst, oder? Doch, ich. Hey, du bist schon ausgewachsen. Was möchtest du denn, Ron? Also, ich habe mich super um dich gekümmert. Aber wir können gerne auf den Spielplatz, weil, ich habe. Also, du hast ein paar Cousinen und Cousins, musst du wissen. Aha. Ja. Und, also, oder sind es Geschwister? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, möchte ich dir. Also, werde ich den Zuschauern heute unsere Drachenfamilie vorstellen. Und ein weiterer Drache Hallo. Wartet beim Friseur auf mich. Du hast mich gerade voll in eine Laterne fliegen lassen, oh, weißt du das? Wo bleibst du denn, Ron? Komm hier hin. Nö. Was machst du denn da? Ja, ich habe ein bisschen Koordinationsschwierigkeiten, weil du mich nie zu Shane gebracht hast. Ja, aber Shane, also ich weiß auch nicht, ob er so ein guter Trainer ist. So, wir können zum Spielplatz und da kannst du dann gerne bleiben. Ich werde definitiv kurz einmal zum Friseur gehen, weil dort arbeitet gerade ein weiterer Drache unserer Drachenfamilie. Mhm. So. Das heißt, Ron, du kannst gerne jetzt hier auf dem Spielplatz erstmal bleiben. Und wir sehen uns dann am Ende des Videos nochmal, okay? Na, mal sehen, vielleicht klaut mich ja jemand. Hey, sag das nicht. Sag das doch nicht. Ich mag dich doch voll. Du bist mein Ron. So, wir sehen uns dann später, okay? Naja. Bis später. Bleib hier. Nö. Muss ich dich jetzt hier lassen? Ja. So. Bitteschön, viel Spaß. Na, super. So, okay, Leute, ich muss dann einmal zum Friseur und wir schauen mal, wer da uns auf uns wartet. Welcher Drache wartet denn da auf uns? Let's go. So, Leute, ich schnapp mir natürlich erstmal einen Donut, den brauche ich auch noch. So, wo ist denn... Hast du meinen Drachen? Oh, da schläft einer. Hallo, Lavadrache? Ja, wer bist du? Ich bin's, Babykan. Hi, Babykan. Alles klar? Wie geht's dir? Ja, bei mir ist also... alles klar. Ich wollte dich heute unseren Zuschauern vorstellen, also den anderen Leuten hier in Adopt Me Town. Und boah, du siehst richtig cool aus, muss ich schon sagen. Aber ich habe dich ein bisschen böse erwartet. Du bist ja eigentlich ganz schön nett. Danke, Babykan. Nein, warum soll ich denn böse sein? Also ich weiß nicht, weil du bist der Lavadrache und du siehst auch, also du sabberst auch Lava und... Aber das ist gar nicht gefährlich, oder? Nein, das ist nicht gefährlich. Keine Sorge, Babykan. Aber Babykan, sag mal. Mhm. Guck mal, du hast ja auch so ein... schlechtes Bild von mir, weil du hast ja Angst vor mir. Ja. Hast du vielleicht Lust oder könntest du mir vielleicht eine Frisur empfehlen oder können wir vielleicht ein Umstyling machen? Oh, ein Umstyling. Also, es ist ja so, beim Friseur kann man, also ich könnte dich ja sozusagen, ja, weiß ich nicht. Willst du... Aber eine Veränderung. Aber ich finde deinen Look, guck mal, Lavadrache, ich finde deinen Look eigentlich ziemlich cool. Und ich wäre dafür, dass wir jetzt rausgehen und den Leuten zeigen, dass du gar nicht gefährlich bist, sondern voll nett. Ja, gefährlich bin ich nicht, auf keinen Fall. Du bist ja voll nett eigentlich. Und du hast ja auch schon eine Fly Potion, glaube ich, oder? Ganz genau, natürlich. So, das heißt, wir können ja so ein bisschen fliegen und wir lassen Ron vielleicht mal beim Spielplatz alleine. Guck mal, hier sind voll viele
Und die sollen jetzt merken, dass sie keine Angst vor dir haben sollten. Hallo, Drache, vielleicht erzählst du den Leuten hier mal, so, was sind denn deine Hobbys? Also was machst du denn ganz gerne? Also, so ein, zwei Hobbys. Also ich stricke ganz gerne in meiner Freizeit, musst du wissen. Okay. Und ja, dann fahre ich, also fliege ich ab und zu gerne mal von einem Baum zum anderen Baum. Okay. Ja. Was ist denn so dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen sind Donuts. Oh, meine auch! Was? Wirklich, Baby? Ja, also das macht natürlich Sinn, dass wir eine Familie sind, weil also... Absolut. Ja, also ich muss auch sagen, was ist denn eigentlich, wenn wir mit dir ins Wasser gehen? Ist das gut für dich oder schlecht? Eher nicht so gut, Karl. Okay, das heißt, es ist nicht so gut. Okay, weiß aber einen Ort, der perfekt zu dir passt. Weißt du wo? Nee, ich wüsste jetzt nicht welchen. So, sollen wir hinfliegen? Wir fliegen mal hin. Okay, du musst gut mich navigieren, Karl. Wenn es eine Sache geben würde, Lavadrache, die du sozusagen dir wünschen könntest, welche würdest du dir wünschen? Ich würde mir wünschen, wieder bei Baby Claudio zu sein. Bei Baby Claudio? Hey, aber... Ja, der hat mich gut behandelt. Ja, aber ich behandle dich doch auch gut. Guck mal, ja, wir sind jetzt zu einer Feuerstelle gekommen. Ja, die Feuerstelle ist auch cool, Karl, aber du musst wissen, du bist zwar super lieb, aber ja. Warst du schon mal alleine mit Ron? Was meinst du? Ja, Ron ist ziemlich fies. Ja, Ron ist ziemlich fies, ja, da gebe ich dir recht, aber hey, dafür bin ich doch da, dafür sind wir doch eine Familie und wir werden uns als Familie richtig gut verstehen, okay? Mach dir keine Sorgen, ja, ich werde den Streit zwischen dir und Ron noch klären, aber ich muss dich jetzt auch hier... Lavadrache, ich muss dich jetzt leider hier alleine lassen, weil ich stelle heute unsere Familiendrache vor. Drachenfamilie. Ja, ich bin auch müde geworden. Ja, du bist auch müde. Okay, willst du schlafen? Okay, dann kannst du hier auch gerne schlafen, Lavadrache, okay? So, wir lassen ihn jetzt in Ruhe. So, gute Nacht. So, okay, Leute. Wir kennen Ron, wir kennen den Lavadrachen und wir müssen zum Supermarkt, weil dort macht ein weiteres Familienmitglied, macht dort ein Praktikum bei Justin. Und, hey, Lavadrache, du sollst doch da schlafen, Mensch. Du sollst da schlafen, was machst du denn jetzt hier? Ja, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ja, bleib mal hier. So, und wir wollen jetzt zum Supermarkt. Wir sehen uns da. So, Leute, wir sind beim Supermarkt und ich stelle euch vor, aus unserer Familie, der Diamantdrache. Hallo, Diamantdrache. Hi, Khan. Alles klar, schön, dass du da bist. Wie kann ich dir helfen? Ja, also du kannst mir gerne helfen. Ich wollte ein bisschen einkaufen und ich habe gehört, du machst hier momentan ein Praktikum. Ja, das stimmt. Ich mache hier ein richtig cooles Praktikum. Kannst du mir denn was empfehlen vielleicht? Kannst du mich ein bisschen rumführen? Also ich kann dir hier sehr, sehr empfehlen die Äpfel. Die Äpfel? Okay, wie sieht's aus mit dem Wasser? Die Äpfel sind hervorragend. Ganz frische Ernte. Soll ich mir einen Einkaufswagen vielleicht schnappen? Ja, besser wär's. Wenn du viel einkaufen willst, brauchst du einen Einkaufswagen. Okay, so, dann schnapp ich mir mal so. Habe ich? Okay, so Äpfel hast du gesagt? Ja. Okay, habe ich? Vielleicht auch so einen leckeren Kuchen. Du, also Diamantdrache, ich stelle ja momentan unsere Drachenfamilie so ein bisschen vor und... hast du so ein, zwei Hobbys, von denen du vielleicht erzählen kannst? Also am allerliebsten schaue ich eigentlich abends ins Sonnenlicht und sehe dann, wie meine Farbe sich verändert. Das finde ich jedes Mal echt cool. Ja, wie sieht's denn aus? Was sind denn Sachen, die du überhaupt nicht magst? Gibt es da etwas? Weil die Leute sollen dich ja auch kennenlernen. Weißt du? Weil mich kennen sie. Und ich mag Drachen und aus dem Grund habe ich jetzt eine Drachenfamilie. Also es gibt eine Sache, die mag ich gar nicht. Okay. Das ist Käse. Käse? Oh, das verstehe ich. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Ich mag auch keinen Käse und aus dem Grund sind wir auch eine Familie, weil, also da verstehen wir uns echt ein bisschen gut. Aber darf ich dir was sagen? Ich habe echt nicht erwartet, dass du als Diamantdrache ein Praktikum bei Justin hier im Supermarkt machst. Ja, warum denn nicht? Findest du, dass ich dafür nicht qualifiziert bin? Doch, auf jeden Fall. Ich dachte vielmehr, dass du, weiß ich nicht, im Schloss oder so ein Praktikum machen möchtest. Warum? Ich bin doch nicht abgehoben. Ja, weiß ich nicht. Du bist ein Diamantdrache und der ist schon ziemlich wichtig, muss ich sagen. Danke. Ja, also, okay. Ich möchte dich auch gar nicht stören, weil Justin guckt auch schon so böse. Und ich habe auch was gekauft. So, du kannst gerne wieder an der Kasse Platz nehmen. Also, Diamantdrache, wir haben uns sehr gefreut, dich kennenzulernen. Wir werden bestimmt noch vieles von dir hören. Wenn ich was brauche, komme ich wieder vorbei. So, ich muss jetzt zur Schule, weil dort wartet ein weiterer Drache auf uns. Let's go. Tschüssi. Tschüss. So, weiter geht's. So, okay. Ich bin jetzt in der Schule. Shane, hast du meinen Drachen gesehen? Okay, im Klassenzimmer. Okay, dann schaue ich mal hier. Oh, da ist er, glaube ich. Hallo, Drache! Ja,
So, du gehst aber erstmal sofort runter vom Tisch. Sofort runter. Ich bin's, Baby Khan, aber kennst du mich nicht mehr? Dich kenne ich schon, Baby Khan, und ich weiß auch, dass du ziemlich laut bist. Ja, das stimmt. Hey, wo willst du denn hin? Bleib hier. Du bleibst jetzt hier. Drache, ich wollte meine Drachenfamilie vorstellen. Und möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen, was du so machst? Moment. Ja, Baby Khan, das heißt nicht Drache, sondern Herr Drache, bitte. Ach, ja, Herr Drache, möchtest du dich vielleicht vorstellen? Ja, ich bin der Drache. Ich bin. Du bist auch ein bisschen langsam, älter. Ein bisschen leise. Ja, leise nicht unbedingt. Und du bist alt. Aber, na, so alt bin ich nun wiederum auch nicht. Wie viele Jahre bist du denn eigentlich? Das ist 153, wenn du es genau wissen willst. Wow, ich dachte so 110, aber 153, das ist wirklich alt. Ja, ich habe schon vieles gesehen. Bist du den ganzen Tag hier in der Schule? Ich bin meistens in der Bibliothek. Okay, und was machst du da? Ja, Bücher lesen, was macht man denn dort? Ja, das stimmt. Also, ganz ehrlich, das macht auch Sinn. Hast du denn ein Lieblingsbuch eigentlich? Ja. Das wäre? Moby Dick. Okay, damit habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gerechnet. Ich dachte vielleicht ein Buch über... Hallo, lass mich runter. Über Drachen oder so, aber ein Buch über einen Wal? Ja, ist ziemlich interessant. Okay. Hast du das schon mal gelesen? Ich hätte noch eine Frage, Herr Drache. Wenn du dich an einen Ort wünschen könntest... Hallo, könnt ihr mal Herr Drachen bitte runterlassen? Danke. Und mich auch. Wenn du dich an einen Ort wünschen könntest, welcher Ort wäre das? Oh, ich glaube, schön an einem ruhigen Ort mit einem schönen Wasserfall, wo vielleicht die Sonne scheint und ich einfach mein schönes Buch auf einem Felsen lesen könnte. Ja, den gibt es, glaube ich, auch hier. Kannst du mich mal bitte in Ruhe lassen? Warte kurz, ich muss mal einmal kurz. Wo denn so. Das? Ja, also diesen Ort gibt es auch hier, Herr Drachen. Vielleicht besuchen wir den nochmal. Aber ich treffe dich wahrscheinlich hier in der Schule immer, oder? Ganz wenn was genau. sein sollte. In der Bibliothek findest du mich auch meistens. Okay, gut, alles klar. Herr Drachen, ich muss jetzt weiter, weil ich stelle ja heute unsere Drachenfamilie vor. Und es gibt noch einen besonderen Drachen auf jeden Fall. Also es gibt noch, ich glaube, zwei oder drei. Ich glaube, drei Drachen noch. Aber es gibt einen besonderen Drachen, den möchte ich euch jetzt vorstellen. Und der ist oben auf der Burg. Da müssen wir einmal kurz hinfliegen. Let's go. So, Leute. Ich habe jemanden ganz Besonderen gefunden. Und zwar ist das der goldene Drache in Neon. Mhm. Und der gehört auch zu unserer Familie. Und der ist ein bisschen müde. Hallo, ich bin's, Baby Khan. Was? Vorsicht, du machst hier komplett die Schwingungen kaputt. Was für Schwingung? Ist hier eine Schaukel? Ist hier eine Schaukel? Schau doch. Hier sind ganz krasse Schwingungen und ich merke... Oh ja, ich sehe es, aber wo ist die Schaukel? Ich sehe keine Schaukel. Negativität. Du musst ein bisschen aufpassen. Was? Du machst hier die Vibes kaputt, verstehst du? Was für Vibes? Was meinst du? Okay. Hast du heute schon deine Stunde meditiert? Nö, eigentlich nicht. Muss ich das machen? Kano, hey, ich muss schon sagen, du siehst echt ziemlich cool aus, wie du so leuchtest, aber du passt auch in diese Insel. Weißt du, also ich stelle heute unsere Familie vor und du gehörst natürlich auch dazu und also... Warum rennst du so schnell? Wir haben doch Zeit. Also ich muss sagen, für meinen Geschmack bist du ein bisschen zu ruhig. Du lebst zu schnell, du musst das alles mehr genießen, Kano. Ich genieße das doch und aus dem Grund möchte ich jetzt hier in Adopt Me Town meine Drachenfamilie vorstellen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade du und Herr Drachen, ihr seid ein bisschen zu ruhig für meine Familie. Also aber ich ist okay. muss sagen, du bringst hier oben alles durcheinander. Ich glaube, wenn du hier warst, muss ich direkt erstmal alles umstellen. Och, heißt das, warte, ist das jetzt deine Art zu sagen, ich soll gehen? Ja, okay, Leute, also ihr habt es mitbekommen, der goldene Drache in Neon ist ziemlich... ausgeglichen, würde ich jetzt mal sagen. Also, passt eigentlich ganz gut zur Familie, wenn ich an Ron denke. Und, ja, dann passt der goldene Drache hier in Neon eigentlich super. Und er sieht super schön aus, oder? Ja, toll, dass du bei uns in der Familie bist. Ich muss jetzt zum Tanzdrachen. Bei der Poolparty. Und ich glaube, das ist... Ist das der letzte Drache? Ich glaube schon. Doch, ich glaube schon. Es ist der letzte Drache. So, wir sehen uns später, goldener Drache. Tschö. Bye, bye. Leute, es läuft die Poolparty und der Partydrache ist da, der Tanzdrache, hallo. Was geht ab? Woo. Komm, und wie läuft's? Komm, tanz mit mir mit, flieg mit mir mit, komm. Ja, warte, komm, hier, mein Tanz. Ja, hier. Komm, wir tanzen erstmal. Woo, Baby Khan, mit den coolen Dance-Moves, bist bewegen. Du aber stark. Sag mal, Baby Khan, wo hast du denn die Moves gelernt?
Ja, nicht die habe ich von dir gelernt, das weißt du doch. Oh, also, ja, das weiß ich. Bei dir steht zwar Tanzdrache, aber du bist ja voll der Partydrache. Ja, das weißt du doch, Baby Khan. Und wie läuft die Poolparty so? Bist du zufrieden? Ja, die Poolparty läuft super. Ich muss ja auch hier alle Leute animieren, dass hier keiner stehen bleibt. Guck mal, hier bleibt doch keiner stehen. Alle bewegen sich. Das ist doch prima. Hey, darf ich unseren Zuschauern oder den Leuten hier in Dolby Town von deinem Geheimnis erzählen? Was ist denn unser Geheimnis? Komm, erzähl. Ja, also, das Geheimnis vom Tanzdrachen ist, dass er auch schon mal in einem Videoclip mitgespielt hat von Harry Styles. Oh, das hättest du jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Ja, aber das gut, wissen weißt, die Leute so vielleicht schlimm. Ja auch. Also schaut mal bei den Clips ein bisschen genauer. Da findet ihr vielleicht auch unseren Tanzdrachen hier aus unserer Familie. Und ihr könnt es sehen. Los, Leute, alle bewegen. Keiner bleibt hier stehen. Genau. Oh, ihr könnt es sehen. Ich glaube, du bist ein bisschen krank geworden. Möchtest du noch Party machen? Das ganze Bewegen war vielleicht doch nicht so gut. Aber weißt du was? Es geht weiter. Ja, okay. Wir machen weiter. Die Party wird niemals stoppen. So, ganz einfach. So, und Leute, das ist unsere Drachenfamilie. Also, wir haben Ron, wir haben unseren Lavadrachen, wir haben den Diamantdrachen, wir haben den goldenen Drachen in Neon und dann haben wir unseren Tanzdrachen. Und vielleicht wird unsere Familie ja bald größer. Bestimmt. Ich hab da was gehört. Hör auf zu reden und tanz mit jetzt. Okay, es wird getanzt. Leute, das war's. Das war unsere Drachenfamilie hier in Adopt Me Town. Und wenn ihr weitere Abenteuer mit der Drachenfamilie sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.